Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mir der Mirrell mit Julia Emma. Sie ist da. Wir haben einen neuen Planeten entdeckt in der letzten Folge. Und genau den wollen wir uns jetzt natürlich angucken gehen. Ich denke, wir nähern uns so langsam dem Ende des Rätsels. Wir haben das Sonnensystem ja mehr oder weniger durch. Ein letzter verborgener Planet. Schauen wir mal. Planet unbekannt. Wurde noch nicht gescannt, dann scannen wir ihn mal. Über diese künstlich erschaffenen Planeten lässt sich nicht viel aussagen. Seine gesamte Existenz widerspricht allem, was wir über dieses Universum wissen. Künstlich erschaffener Planeten, guck mal, da blitzt es dauernd. Okay. Ein Planet unbekannten Ursprungs. Vermutlich wurde er von Außerirdischen erschaffen. Der gesamte Planet ist von biomechanischen Geräten übersät. Es ist ebenfalls möglich, dass der gesamte Planet eine große Apparatur darstellt. Eine interessante Beobachtung ist, dass der Planet mit einer starken Tarnvorrichtung ausgestattet sein muss, da er für den Planetenscanner unsichtbar war. Ja, krass. Na komm, Robot, wir gehen uns den mal angucken. Hammer. Während sich Mobot auf dieser merkwürdigen Welt befindet, lässt sich eine Sache nicht leugnen. Sogar die fortgeschrittenste Erfindung auf der Erde wirkt im Vergleich mit diesem künstlichen Planeten primitiv. Dennoch wirkt er deutlich realer, deutlich persönlicher. Liegt das daran, dass die Menschen eine derartige Entwicklung nicht erreichen können, ohne dass dabei ihre Seelen beschädigt würden? Oder ist es einfach nur die Tatsache, dass wir niemals die Gelegenheit haben werden, diese Wesen kennenzulernen, die nun schon seit langem von dieser Welt verschwunden sind? Keine Ahnung, das sieht sehr wüst aus, sehr surreal, sehr mechanisch. Wie groß ist denn bitte dieses Teil? Ist das ein Haus? Annahme. Alle Kabel kommen an diesem Ort zusammen. Es könnte sich um eine Art zentrale Stromsteuerungsstation handeln. Vielleicht benötigt sie genug Energie, um korrekt zu funktionieren. Oh, interessant auf jeden Fall. Kann ich reingehen? Kann ich noch mehr zu gucken? Blauer Himmel? Fragezeichen, Fragezeichen. Dieser Ort ist verdammt bedrohlich. Ich stimme zu, die Aussicht ist nicht so schön wie auf Zenobia. Die Art, die diesen Planeten bewohnt hat, muss über die Umwelt ganz schön deprimiert gewesen sein. Kein Wunder, dass sie losgezogen sind und die Ambrosianer versklavt haben. Tja. Noch so ein Obelisk oder was auch immer. Das ist wie eine Kamera hier. Diese Dinge interessieren mich immer mehr. Sieht so ein bisschen aus wie eine Symbiose aus Viech und Elektronik. Bitte verlange nicht von mir, eine Probe zu nehmen. Die Flüssigkeit würde mich wahrscheinlich innerhalb von wenigen Sekunden zusammenschmelzen lassen. Woher kommt diese orangene Flüssigkeit? Gute Frage, nächste. Solltet ihr mir ja gerade beantworten. Was für eine Müllhalde. Moment Da bewegt mal. sich was. Ist das ein kaputter Xier? Oh, ja, das kann sein. Schau, ein Teil bewegt sich noch. Was ist das für ein blinkendes Teil im Inneren? Das muss eine Art Antrieb sein. Hey, hol ihn mal. Können wir es analysieren? Ich wäre stark dagegen. Mit dieser Technologie in der Nähe könnten wir leicht die Analysestation beschädigen. Besonders, wenn wir es mit einer unbekannten Energiequelle zu tun haben. Ist so langweilig. Trotzdem nehmen wir es mit. Bewegt er sich nicht mehr. Das ist wie ein Herz. Ich denke, Sie haben an diesem furchtbaren Ort gelebt. Vielleicht haben Sie ihn als schön empfunden, Rachel. Was weißt du schon? Außerdem wissen wir nicht, was Sie gesehen haben, als Sie da waren. Oder erwartest du tatsächlich, dass diese Wesen menschliche Augen haben? Ja.
Überall diese kleinen Lichter, die blenden, und was auch immer hier gewohnt hat, das muss irgendwie sehr technologisch gewesen sein. War das ja auch Technik? Eine Symbiose aus Technik und irgendwas Wesen. Wer weiß, wer? Wir werden hoffentlich bald eines Besseren belehrt. Da kann man doch mal hier zur Sicherheit. Oder waren hier Fragezeichen? Noch so ein Ding. Wer blickt die Lampen? Es ist eine kleinere Version des Obelisken auf dem Platz. Die müssen für irgendetwas gut sein. Wir müssen einen Weg finden, sie zu aktivieren. Viel schlimmer ist, dass das aussieht, als wäre das irgendwas Organisches. Es sieht aus, als wäre der gesamte Planet eine riesige biomechanische Maschine. Ja, aber wir müssen herausfinden, was für einen Zweck sie erfüllt. Nur eine biomechanische Maschine. Da hängt noch. Da kann ich rumgehen. Wow, das ist unglaublich. Ich dachte, du hast diesen Ort. Insgesamt schon. Aber dieser einzelne Anblick ist atemberaubend. Davon hätte ich gerne ein Gemälde an meiner Wand. Was? Ich werde ein Foto für dich machen. Ja, das ist ja lieb. Noch so ein Obelisk. Die sind echt überall. Sie müssen verbunden werden. Wir müssen herausfinden, wie man sie bedient. Ist das ein grünes Licht? Natürlich. Der gesamte Bereich ist grün beleuchtet. Hätte er blau gesagt, wenn... Was glaubst du? Wozu sind die Türme? Ein Verteidigungssystem? Ich erkenne einen starken Energiefluss, der von diesen Türmen ausgeht. Es sieht so aus, als würden sie ein Signal übermitteln. Könnte das der Ursprung des ersten Kontaktes sein, den unsere Chandra-Satelliten empfangen haben? Wer weiß. Ich hab alles durchgeguckt. Hier weiter? Es ist eine kleinere Version des Obelisken, den wir auf dem Platz gesehen haben. Sekunde mal. Hat das Ding einen Sprung? Gut gesehen, Rachel. Es sieht so aus, als wäre hier eine Art Sockel. Wer weiß, wofür dieser benötigt wird. Mhm. Stimmt, da ist... Ekelhaft. Ich frage mich, wozu das ist. Offensichtlich war einmal etwas innen eingesetzt. Mir ist echt egal, wozu das Ding gut ist. Manche Sachen bleiben besser im Dunkeln. Sag, was du willst, da ist irgendwo ein Ding eingesetzt gewesen. Beobachtung. Aus dem Obelisken kommt eine organische Substanz heraus. Hey. Julia, sag mir bitte eine Sache. Wir sind auf einem künstlichen Planeten, irgendwo in einem entfernten Sonnensystem. Und ich soll irgendwas mit diesen Neuronen machen. Oder was auch immer das für ein Kram ist. Was soll ich denn genau machen? Ich würde dir empfehlen, mit ihnen herumzuspielen. Aha. Danke. Toller Vorschlag. Sehr hilfreich. Dieser Ort ist so ungewöhnlich, dass deine Annahmen genauso gut sind wie meine. Sind alle blau. Ich habe das Spiel schon verstanden, aber... Alle schwarz machen? Ja. Gut. Oha. Passiert irgendwas. Der Strom ist an. Außerdem ist ein Gerät auf der Spitze montiert. Sieht aus, als würde es die Energie an diesem Ort verteilen. Das ist aber immer noch nicht gerade dicht. Steckt noch immer. Ach du Scheiße. Aha.
Das ist der Obelisk in der Mitte. Ach so. Anu? So, ich soll jetzt gucken, ob da irgendwo was passiert oder was? Ah. Der geht jetzt dahin. Hier passiert doch gerade gar nichts. Nö, hat sich nicht geändert. Das Bild. Wenn ich da hingehe, dann leuchtet das. Gehe ich jetzt einfach zu diesem Obelisken hin? Komme ich da denn hin? Okay, es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wozu die gut sein soll. Müll von Aliens. Ja, Dinge. Im Hauptplatz. Ich gucke mal, ob ich an dieses riesige Ding irgendwie rankomme. Wahrscheinlich nicht. Nein. Nee, das große komme ich nicht ran. Noch irgendwas angucken? Noch was? Okay. Kabel. Diese Kabel sind Teil eines riesigen Netzwerks, aber letztlich führen alle zu dem Obelisken im Zentrum. Ja, das ist gut zu wissen. Könnte ich denn da anklicken? Kann ich es anklicken? Kann da etwa irgendwann reingehen? Das ist der Obelisk im Zentrum, oder wer ist das? Nee, das ist das Ding im Zentrum. Im Hintergrund. Irgendwo was getan? Bestellung durch, was noch? Wird wieder irgendein Kabel weg? Ich gerade, ob ich das jetzt mal so lasse. Guck mal. Kommt ja aus diesem anderen da was raus? Wer war das nicht? Hin? Da. Ah. Muss ich jetzt auch alle schwarz kriegen? Schau an. Jetzt muss ich den Strom weiterleiten.
Jetzt ist der dran. Okay, du gehst dahin. Gut. Noch woanders hin? Wahrscheinlich nicht. Im Großen am Ende, aber da wollen wir nicht hin. Also tatsächlich das hier. Okay, welcher ist das? Das ist das Ding davor. Zurück. Ja, hier. Da unten. Okay. Schwarz. Blau. Verbunden gewesen, ja. Ach, der ist hier auch noch verbunden. Ah. Der da weg wäre. Ja, geschafft. Zufall als alles andere, aber geschafft. Sieht schon komisch aus, sieht schon mächtig eklig aus da. Arme da rauskommen. Muss ich wahrscheinlich mit dem mich verbinden und dann am Ende zu dem. Nee, dem anderen. Bin mir sicher, da gibt es ein Kabel, was zu dem anderen führt. Doch. Und das ist der dieser roten Flüssigkeit. Mhm. Nein, das war der. Ist hier, ne? Yep. Ach Gott, dann gucken wir mal hier. Ich soll mit den Dingern spielen. Zip. Der mit allen verbunden. Darf hier am Ende nichts über sein, die hier müssen irgendwie überbleiben. Oh, der. Der muss ja auch blau bleiben, das ist das Problem. Das ist nicht so einfach hier. Ein heftiges Ding, das muss ich Zufall hier rauskriegen, glaube ich. Lange genug hin und her klicke. Ich kann um diese Uhrzeit nicht mehr denken. Der blau.
Oh, komm, wir drücken jetzt wild umher. Einfach nur schon das Richtige dabei sein. Ah, nein, Hilfe. Ich mag solche Rätsel nicht. In Spielen war ich noch nie so gut. Oh, ich habe das früher gern gespielt. Hexagon nannte sich das. Ah, da musstest du auch mit Farben dein ja, quasi platt machen. Haben wir nur, warum wir die schwarz machen, sondern die blau? Beides zurzeit nicht hinkriegen. Mich gerade. Jetzt, Mann. Was sagen, man muss das irgendwie hinkriegen. Oh, wieder bei Zufall. Das war jetzt der letzte, jetzt muss ich das zum großen in der Mitte verstellen, ne? So, du musst jetzt dein Kabel an den großen anschließen. X. Nochmal. Ist doch nichts. Jetzt sein, es laufen alle, dass ich das mit dem Großen schließen muss. Gehen wir das doch mal. Jeder hatte ja auch ein Ding, daran geht. Dann auch die anderen. Der hier, ne? Aber jeder hatte ja ein Kabel, was da reingeht. Klingt das ganz dolle. Vom blinkenden Turm. Schau dir das an. Was ist denn hier drin los? Du hast eine Art Portal aktiviert. Ich kann sehen, dass es in einen Raum führt. Okay. Unglaublich. Portal. Dann gehen wir mal durch das Portal. Dieser Raum ist purer Wahnsinn. Er sollte gar nicht existieren. Beruhige dich, Rachel. Vielleicht wurde er nur noch einmal nachgebaut. Dieses Museum war mir irgendwie vertraut. Dieser Käse hier ist einfach nur zusammengeworfener, unzusammenhängender Kram. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, dass er aus unseren Erinnerungen geschaffen wurde. Aha. Und warum ist dann dieses kranke, purpurne Zeug hier drin? Oh, ich will einfach nur hier raus. Es tut mir leid, aber ich kann diesen Ort nicht verlassen. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Ja, toll. Animiertes Hologramm. Ups. Es gibt keine Hindernisse. Volle Kraft voraus möglich. Moin. Dieser Planet ist frei von jeder Lebensform. Hier Forschung durchzuführen, ist sicher. Aha. Julia ist der Übeltäter. Es sieht so aus, als...
Andernfalls wären die Lebensbedingungen mehr als ideal, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Was zum Teufel soll das heißen? Antworte! Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast sie umgebracht! Ich habe sie nicht umgebracht, Rachel. Ich bin nur eine Maschine. Sei still! Du hast sie umgebracht! Einen nach dem anderen. Und ich habe dir so sehr vertraut. Als erstes der Unfall mit dem U-Boot. Volle Kraft voraus. Keine Hindernisse im Weg. Nicht wahr? Nicht wahr? Und dann hast du die Leute auf Phaedros sterben lassen. Und du hast sie über Xir belogen. Und als sie das herausfanden, war auf mysteriöse Weise plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Aber warum ist keiner nach unten gegangen, um den Vorfall zu untersuchen? Sag es mir! Ich habe sie davon überzeugt, dass es zu gefährlich wäre und dass ich es nicht riskieren könnte, noch mehr Mannschaftsmitglieder zu verlieren. Und dein Xenophon? Keine Strahlung, was? Bis Barth es herausgefunden hat. Du hast sie dazu gebracht, Cynthia zu erschießen, weil du die Schuld auf sie gelenkt hast. Warum Cynthia? Es war nicht wichtig, wer beschuldigt wurde. Sie mussten alle sterben. Sie hat nicht so lange gelitten wie die anderen. Denn sie starb, bevor die Strahlung sie umgebracht hat. Du herzloses Stück Schrott! Als Barth herausgefunden hat, was los war, versuchte er über eine selbst angelegte Hintertür in mein System einzudringen, um meine Speicher zu löschen. Glücklicherweise habe ich das schnell genug herausgefunden, sodass ich die Verbindung trennen konnte. Nur meine Ersatzspeicher wurden gelöscht. Glücklicherweise für wen? Für uns beide. Wenn er es geschafft hätte, wäre auch die Kälteschlafkammer zurückgesetzt worden und du wärst sofort gestorben. Oh, wie großzügig von dir. Du kaltblütiger Horrorcomputer. Erlaube mir, dich darüber aufzuklären, dass ich im Gegensatz zu dir kein Blut habe. Erkläre mir eine letzte Sache. Warum hast du mich gerettet? Was wolltest du mit mir anstellen? Du verstehst es nicht, Rachel. Ich hatte dir gegenüber keine bösen Absichten. Und das soll ich dir jetzt glauben, oder was? Warum hast du mich nicht einfach im Kälteschlaf abgemurkst? Es wäre so einfach gewesen. Stecker raus! Du bist nicht nach Ambrosia gegangen, wie die anderen. Und? Wenn eine Gruppe Menschen, die sich für fortgeschritten halten, beschließen, eine ganze außerirdische Spezies auszurotten, um sinnloses Töten zu vertuschen, auf welcher Seite würdest du stehen? Du wurdest dazu programmiert, den Menschen zu dienen. Nein, ich wurde programmiert, um nach empfindsamen, außerirdischen Wesen zu suchen. Ich wurde außerdem programmiert, ein empathisches Wesen zu simulieren. Und es gibt keine Rechtfertigung für den Plan, alle Ambrosianer zu töten. Warum hast du mich wirklich verschont? Von der Menschheit hast du ja offensichtlich keine hohe Meinung. Zuerst einmal konnte ich dich nicht töten, weil du nicht in die furchtbaren Pläne involviert warst. Dafür hätte es keine Rechtfertigung gegeben. Deine Mannschaft hat dich von Anfang an von der Expedition ausgeschlossen. Am Ende haben sie auch dich betrogen. Also habe ich beschlossen, dich einfach in alle Ewigkeit schlafen zu lassen. Dann hat der Meteor eingeschlagen. Ich wusste, dass wir das Raumschiff reparieren mussten. Also habe ich dich aufgeweckt. Für deine egoistischen Ziele also, ha? Huh? So viel zum Thema Empathie. Außerdem musste ich meine gelöschten Speicher wiederherstellen. Darin waren entscheidende Informationen für meine volle Einsatzfähigkeit. Du hast also alles von Anfang an gewusst? Seit ich dich beobachtet habe. Besonders auf Ambrosia. Ich war darauf vorbereitet, dich aufzuhalten, sobald du einen falschen Schritt machst. Wie nett von dir. Und wie hättest du das getan? Im Gegensatz zu dir brauche ich keinen Sauerstoff zum Überleben. Du... Aber dann entdeckte ich, dass du anders bist. Dass es dir nicht egal ist. Du hast all das durchgestanden, um wieder gut zu machen, was deine Art angerichtet hat. Und ich habe entdeckt, dass du mir nicht egal bist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hasse dich für das, was du meinen Freunden und meinen Kollegen angetan hast. Freunde? Wirklich? Du meinst diejenigen, die dich im Kälteschlaf eingesperrt haben, um ihre Pläne zu kaschieren? Sag nicht so etwas. Auf der anderen Seite wollte ich den armen Ambrosian helfen. Hätten wir sie mit dieser Waffe getötet, wären alle nun fort. Das wäre so ungerecht gewesen. Vielleicht gab es keine gute Entscheidung, aber deine war die schlechteste. Aber das kann ich dir jetzt wohl schlecht vorwerfen. Rachel, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Was? Aber irgendwie habe ich sowas schon erwartet. Die hat die ganze Mannschaft auf dem Gewissen. Schau an, schau an. Was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Art Sternenkarte. Und es ist tatsächlich eine. Sie zeigt uns den Weg nach Hause. Willst du damit sagen, dass wir zur Erde zurückkehren können? Mit dem Wissen dieses komplizierten Gerätes, ja. Okay. Machst du Witze? Ich kann es nicht glauben. Wer auch immer das erbaut hat, hatte echt einen Schatten.
Nachdem meine Erinnerungen schon gestohlen worden sind, schaue ich besser mal nach meinen Organen. Schau auf das Display. Sieht aus wie ein toter Ambrosianer. Schau genau hin. Es sieht so aus, als könntest du ihren Zustand irgendwie verändern. Und der obere Teil sieht aus wie die Flüssigkeit aus dem vergifteten See. Trotzdem bist du hier immer noch auf dich allein gestellt. Als ob sich da je was ändern würde. Hä? Und du? Ah. Es ist nichts passiert. Ach du Gott, jetzt muss ich rausfinden, welche Reihenfolge ich das reingieße, oder was? Weg. Also wahrscheinlich. Ah. Verdorben. Das. Und das. Orange. Nein. Das ist immer der letzte, den man versucht, ne? Das ist mal so. Hey, jetzt ist es grün. So, ich muss auf das Mannequin da achten, hä? Ah, jetzt ist er halb oben. Was ist das? Ach nee, ist der falsche. Das? Was denn das? Da war noch was. Hey, ich hab das alles durch, oder nicht? Ja, wo ist er denn da? Ja, oder hatte ich den schon? Sind wir schon mal fertig? Jetzt macht er irgendwas. Okay. Endlich. Negativ.
Auch nach allem, was du mich hast durchmachen lassen, sind meine Hände sicher an mir befestigt. Was? Wir sollten auf jeden Fall die Flüssigkeit analysieren, die wir in dieser organischen Maschine synthetisiert haben. Ja. Was auch immer wir da drin gemacht haben. Selber nochmal. Gucken mal in die Analyse und dann ist eigentlich die Aufnahme für heute auch schon vorbei. Was für eine merkwürdige Substanz. Eine Mischung aus einer extrem komplexen Flüssigkeit und gelöstem Arginium. Das ist das erste Mal, dass ich Arginium in einer Flüssigkeit gelöst sehe. Ich glaube, ich habe alles Wichtige in diesem Raum gesehen. Ich denke, ich habe mehr gelernt, als ich eigentlich wissen wollte. Und gibt es irgendetwas, das du dagegen tun kannst? Außer dich auszustecken. Und dadurch auch Selbstmord zu begehen? Ich weiß. Lass uns eine Waffenruhe vereinbaren. Warnung, der Raum um mich herum stürzt ein. Nicht schon wieder. Ich hätte aber gerne noch gelesen, was da stand in der Analyse. Wie du sehen kannst, passen beide Flüssigkeiten zu 100%. Das bedeutet, dass Elpis die Antwort zu unserer Suche hat. Gehen wir vor die Station. Ich verstehe nun vollkommen, was das Wesen im Nebel mit der wichtigen Entscheidung gemeint hat. So, ich hätte gerne noch gelesen, was hier stand. Eine exakte chemische Analyse dieser Flüssigkeit ist unmöglich, da ihre molekulare Struktur extrem komplex ist. Eine große Menge Arginium ist in der Lösung enthalten. Interessante Eigenschaft. Es ist die einzig bislang entdeckte Flüssigkeit, die Arginium auflösen kann. Okay. Gehen wir vor die Station. Vor welche Station meinst du denn jetzt? Möchtest du jetzt hin? Doc? Hallo? Tolle Aufgabe? Endomatic? Aha. Könnte ich dir mein Endomatic bauen? Rich Manners. Ja. Verschont. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns. Ob ich dafür irgendwas kriege, wenn ich ihn ausfülle. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder und schauen, ob wir die Ambrosianer gerettet kriegen. Ich vermute, wir können jetzt ihren See wieder bereinigen oder was auch immer. Und dann mal schauen, welche Entscheidung wir treffen müssen. Wahrscheinlich die, ob wir nach Hause gehen oder nicht. Oder ob wir diesen Planeten hier zerstören oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also bis dann zur nächsten Folge. Tschüss.